Festnahme nach Stückelmord. Hier wird der Deutsche Olaf Thorsten B. von den thailändischen Behörden entdeckt und festgenommen. Er verkroch sich hinter einem Schrank, erfolglos. Mit ihm sind inzwischen 3 Deutsche und 1 Pakistani mit thailändischem Pass in Untersuchungshaft. Wegen Mordverdachts an dem Immobilienmakler Hans-Peter Mack. Das Versteck von Olaf B., ein Rocker-Vereinsheim in Bangkok. An der Wand prangt das Logo der Outlaws MC, der Gesetzlosen. Fahnen des Clubs aus mehreren Ländern auch hinter der Bar. Es ist eine Rockerhöhle, in der Olaf B. offenbar dachte, sich verstecken zu können. Doch die Polizisten holen ihn hervor. In kurzer Hose und Flipflops klettert er aus seinem Versteck. Hat er Hans-Peter Mack mit einer Elektrosäge in 13 Teile gesägt und tiefgefroren? Welche Rolle spielte er bei dem Mord an dem deutschen Unternehmer? Die Behörden hatten ihn schon einmal verhört, bevor die Leiche von Mack gefunden wurde. Damals schwieg der Rocker. Nach dem Fund der Leiche stellten die Behörden dann einen Haftbefehl auf ihn aus. Jetzt sitzt er hinter Gittern.